Es wird immer wieder gesagt in vielen Sachen. Viele verlassen sich halt auch gerade, was, wenn es um Call of Duty geht, auf große Spielemagazine wie GameStar und so weiter. Und wenn ich da halt dann nur lese von Petra Schmitz zum Beispiel, ja, immer wieder bombastisch geil, wirklich gelungen hier, müsst ihr euch kaufen. Ihr müsst es einfach, es ist so bombastisch, es ist besser als der Vorgänger. Ihr werdet nichts Besseres finden, da werde ich innerlich aggressiv, weil ich verstehe nicht, ich verstehe es einfach nicht, wie jedes Call of Duty bei denen über 80 bzw. über 90 Punkte teilweise haben Und kann. besonders, dass MW3 besser sein soll als Black Ops 2, also das ist auch die große Sünde gewesen. Ich frage mich da wirklich, was die da irgendwie machen. Also das ist echt ein Wunder. Aber jetzt abgeschweift davon, ich wollte jetzt nur kurz einen Unterschied erläutern, weil zwischen Origin und Steam. Origin ist ja das Eigentum, von EA, und dort werden ja auch nur von EA eingekaufte Spiele hochgeladen, die halt, wo alle Rechte bei EA liegen und das einfach weitervermarktet wird. Aber Steam besitzt nicht alle Spiele davon, die bei Steam angeboten werden. Steam ist fast sozusagen ein eBay. Es bietet die Plattform an, Entwicklern ihre Spiele dort hochzuladen, für natürlich für eine Abfindung. Also Steam bekommt natürlich auch Geld von den Entwicklern dafür, dass sie ihr Spiel da bereitstellen können, aber das gehört Steam, oder besser gesagt Valve selber nicht. Die bieten halt nur eine Plattform dafür an. Ja, und Das das ist halt der läuft größte ja. Unterschied zwischen Origin und Steam. Das ist genau wie damals, wie heißt es, Windows Live, der Windows Live-Markt. Ist exakt dasselbe gewesen wie Origin. Also für Microsoft eigene Spiele. Und was ist daraus geworden? Nach 2 Jahren gibt's nicht mehr. Also ich kenne kein Steam Live-Spiel mehr, was darüber aktiviert Also wird. es gibt ja auch den Windows Live Messenger zum Beispiel, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Das ist ja jetzt alles mit Skype irgendwie zusammen. Seit Microsoft das da alles besitzt. Microsoft hat ja auch Skype aufgekauft, wie wahrscheinlich vielen Leuten nach dem Google hat Abgang. damals vor 6 Jahren YouTube aufgekauft. Nach einem Jahr kann man das schon sagen. Also YouTube wurde nach einem Jahr, wo es existiert, schon aufgekauft. Das ist echt heftig. Und na, da stelle ich mir die Frage, warum? Ganz ehrlich, ja, die Frage drängt sich mir da irgendwie immer so ein bisschen Geld. auf. Es ist nicht mehr Geld. schön, nicht mehr schön. Naja, und Geld dann. regiert die Welt, und das ist bei allen nicht anders. Ja gut, man kann jetzt argumentieren, ja, natürlich, hier ist eine harte Welt, jeder braucht jetzt hier Geld dafür, jeder macht das natürlich, um Geld zu verdienen. Ja, natürlich, aber mit welchen Methoden? Wenn ich jetzt illegales Glücksspiel auf der Straße mache und Leute abzocke, ist es dann rechtmäßiges Geld verdienen? Nein, eben nicht. Das ist es Ich halt. zock die Leute ab mit Lügen, und das macht Activision und EA in gewissen Maßen auch. Andere natürlich auch, aber jetzt diese Publisher machen es ja in besonders frecher Form. Ja, und das ist halt echt das Dreiste an der Sache, wie ich finde. Also irgendwo hört's halt mal wirklich auf. Ja, aber wie gesagt, ich muss nur sagen, die Spieler sind alle zu dumm dazu. Das ist das Problem, was in Deutschland falsch läuft. Es wird von allen angenommen, natürlich ist es von Einzelnen kritisiert, aber selbst die machen dann nichts dagegen. Das ist halt bei den Spielern nicht anders. Sie akzeptieren das so, ach ja, scheiße Origin, ja, aber machen selber nichts dagegen. Weil man kann da alleine wenig erreichen. Das ist in diesem Fall ja so. Aber naja, gut, also die Masse an Spielern lässt sich halt nicht mobilisieren, dagegen was zu tun, weil sind alle zu faul. Ja, ich nehme es an, weil ich habe keine Lust dazu, da was dran zu ändern. Das Ja, ist und wirklich so bleibt es dann traurig. auch. Das ist wirklich traurig. Muss man ja mal so sagen. Also, schade, was aus der Welt so geworden ist, finde ich. Naja. Also, dass man sich wirklich alles gefallen lässt, das ist echt irgendwie, naja. Besonders in Deutschland so, ja, gucken wir mal Griechenland, ja, hier, weil die nicht mit 50 in Rente gehen dürfen, sind sie damals auch auf die Straße gegangen, weil es halt ein harter Umbruch war. Aber in Deutschland, wenn zum Beispiel das Wasser privatisiert wird, wird auch keiner auf die Straße gehen. Ja, gut, dann verdurstet meine Familie halt, ich kann ja daran nichts ändern. Ist ja nicht schlimm, dass er verdurstet. Das ist ja nur meine Familie, ne? Ja, es ist so, aber ja, Es Deutschland ist. lässt nicht so viel gefallen. Beziehungsweise generell, ja, ich weiß es nicht. Naja. Man will ja nicht aufhetzen, jetzt irgendwie jetzt so, ich will ja nicht zu politisch werden, jetzt irgendwie Randale zu machen, aber man sollte schon
dein Leiden zeigen, ja. So kann man das auch nennen. Es ist halt wirklich ein bisschen schade. Ach echt, ich habe jetzt gar nicht die ganze Zeit auf Skype geachtet. Brauchst du jetzt wieder eine Achterbahn? Ne, eine Wasserachterbahn soll es eigentlich werden, aber irgendwie hat die keine Wasserbecken. Bau lieber eine komplette Wasserbahn, dass sie besser ausnehmen nach Vollblut-Achterbahn, die du schon gebaut hast. Okay, also ein Westing oder so. Muss ich hier hinten nur ganz kurz den Terrain anpassen. Ich verstehe irgendwie nicht, warum, wenn man Terrain anheben möchte, warum da Double Crosser irgendwie mal ruckelt, verstehe ich irgendwie nicht. Naja. Eine Weftingbahn. Hier, vielleicht so eine normale. Ja, geh einfach mal normal auf Wasserbahn. Also mach alle anderen aus und dann gucken wir mal kurz, was es noch alles gibt. Ja, der gigantische Wefting ist, glaube ich, noch ein bisschen zu groß. Stoßfahrt zu langsam. Ne, Stromschnellen, ja. Die sind zu breit. Wasserbahn. Nee, das ist ja diese Achterbahn. Bildwasserbahn vielleicht? Ja, genau, machen wir eine Standard-Bildwasserbahn, die es auch in Phantasialand zweimal gibt. Stonewash Creek, Nee, ja. In Phantasialand gibt es nur noch eine. Eine haben sie auch abgerissen. Ach ja, stimmt. Nee, die haben die nicht abgerissen, die haben sie... Nee, es gibt... Von diesen Stromschnellen gibt es, gab es... Nee, es gibt immer noch zwei. Ja, es gibt immer noch zwei davon. Die laufen halt parallel nebeneinander. Stonewash Creek und noch was. Das weiß ich ganz genau. Gibt es. Und dann gibt es halt noch die in der Burg drin, da wo damals die Canyonbahn stand. Stimmt, die ist ja abgefackelt, das Mystery, weiß ich. Nee, Quatsch, das war nicht Mystery River, das war Movie Park. Magic die Mountain. Da. Oder irgendwie so. Nein, Quatsch, nein, das ist irgendwie. Ich glaube, das war auch irgendwas mit River Quest. Ja, das war glaube ich River Quest. Nee, River Quest heißt doch eine Wasser. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich gucke jetzt bei Google nach. Das war auf jeden Fall, naja, das war jetzt nur so als Demonstration. Wollt ihr nicht so nah am Weg dran? Also, du willst ja auch vielleicht links daneben thematisieren. Stimmt. Ist mir auch gerade eingefallen. Ich würde generell lieber direkt an den äußeren Zaun machen, weil das wird ja in der Außenfläche wiedergespiegelt. Guck mal kurz. Ja, es war River Quest. Okay. Das war doch die abgebrannte, oder? Nein, River Quest war die Wasserbahn, die Canyonbahn ist abgebrannt. Jetzt steht da bei der Wasser. Also wo die Canyonbahn stand, steht jetzt die Wasserbahn. Warum ist denn die nochmal abgebrannt? Also die eine da, die... Da gab es einen Defekt irgendeinem Stromkabel und weil das alles aus dem Schaumstoff und sowas bestand, ist der komplette Canyon abgebrannt. Zum Glück ist damals keiner zu Schaden gekommen. Stimmt. Das kam, glaube ich, damals in den Nachrichten, ne? Ja, natürlich. Das war, glaube ich, sogar weltweit in den Nachrichten. Und so eine Freundin war an dem Tag da, die ist etwas älter als Freundin von meiner Mutter, war an dem Tag auch da und der Park wurde erst teilweise geschlossen, also der Themenbereich. Und dann, weil wo das Feuer zu groß worden ist, wurde halt der ganze Park geschlossen und diese Leute haben dann halt so Gutscheine für den nächsten Tag nochmal bekommen oder für andere Tage. Naja, aber ist halt sehr gefährlich, kann auf alle anderen Bahnen auch zugreifen. Ja, also auf jeden Fall schade um die Achterbahn gewesen. Muss man ja sagen. Ja. Also 1996 bin ich erst geboren worden, wo die Bahn abgebrannt ist, also die konnte ich noch nie fahren. Gut, ich auch nicht. Also in einem Park, da war ich mal, da kann ich mich noch dran erinnern, ist der Spreepark in Berlin, der ist auch 2001, glaube ich, geschlossen worden. Ach, der Spreepark, war das der Spreepark da, wo dieser Inhaber da so ein Drogenkartell, ein Drogenboss war, der dann ausgewandert ist? Ja. War das der Park? Ja. Ach ja, gut, okay, ich hoffe, wir verwechseln den nicht, aber... Nee, das war der Park. Der Park, der heute auch dieser Geisterpark ist, wo die halt die ganzen Sachen noch stehen und sogar teilweise noch funktionieren. Es gibt ja auch Führungen, die dadurch Einem gewissen Christopher Flade. Also auch ein ganz netter Park, muss man sagen. Also ich war da mal kurz vor der Schließung, also ja, es ist halt ein kleiner Familienpark gewesen. Und das war ja mal ein DDR-Park, also ja, aber so lange hat er gar nicht existiert. Also ich glaube,
Der hat vielleicht, ja, 20 Jahre höchstens, wenn überhaupt. Nein, maximal. Ich glaube, das war noch unter 10 Jahre sogar. Ja, bis 2001. Ja, also ich glaube, ich sage, kurz vor Mauerfall ungefähr wurde er fast eröffnet. Erst und dann, naja. Und weil der Boss da, der Chef, irgendwas mit Drogen zu tun hatte, wurde ja gegen ihn ein Haftbefehl verrufen und deswegen konnte der Park nicht weitergeführt werden. Es gibt auch eine tolle Dokumentation über diesen Mann. Ich weiß. Ja, ihr müsst einfach mal eingeben hier, der Berliner Spreewaldpark. Ich hoffe, der ist es jetzt. Wir vertun uns jetzt nicht. Es gibt eine tolle Dokumentation darüber, die ich mir jetzt auch schon mehrere Male angesehen hatte. Achterbahn oder wie die heißt, ne? Na, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber, es auch nicht. Aber irgendwie so in die Richtung. Es gibt da eine tolle Dokumentation. Also wer Dokumentation mag, der kann sich die gerne mal anschauen. Und wird halt diese Geschichte von dem Park erzählt, aber es ist eher hintergrundmäßig und eher was die Person angeht. Irgendwas mit M hieß der Mann. Norbert Witte. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Ich habe mir die Dokumentation auch schon tausendmal angeguckt, deswegen weiß ich das. Ja, genau, ist aber. Wer mal Lust hat, kann sich mal ja mal ansehen. Ist auf jeden Fall ganz keine verschwendete Zeit, ja. Naja, es ist wirklich schade, was zum Teil aus Freizeitparks und so weiter wird. Weil der heute, ich weiß, kennst du den Moviepark bestimmt oder was? Ja. Werbung oder so. Naja. Ich war ja mal Stammgast, wo mein Vater noch gelebt hatte. Weil wir sind ja immer gratis reingekommen. Mein Vater hatte halt 100%ige Schwerbehinderung, war aber noch trotzdem alle sozusagen komplett mobil und mit dem man Achterbahn fahren und so sind wir halt immer umsonst reingekommen. Dann nach der Schule, ja, hast du Lust, da hinzufahren? Ja, direkt ins Auto gesetzt, in 20 Minuten war man da und so weiter. Das war ja mal der Traumlandpark, das war so ein Märchenpark, noch kein Achterbahn und so. Dann kam irgendwie ein, davor war so ein Science-Fiction-Center da drin, das wurde nach irgendwie 3 Jahren abgerissen. Dann kam halt, wie gesagt, der Märchenpark. Der wurde dann von Warner Brothers Movie World aufgekauft. Und 2001 wurde er dann von der Six Flags Company, die auch die Six Flags Park, die Magic Mountain und so in den USA besitzt, aufgekauft und dann den Moviepark umgeändert. Und weil die nicht diese benötigten Rechte haben, die Warner Brothers. Ja, Warner Brothers. Unity und derartiges mussten ja halt wesentlich Sachen ummodellieren, umthematisieren und naja, es ist der Moviepark. Ich war einmal im Moviepark, hat mir nicht so gefallen. Es ist halt kein wirklich großer Park. Also ich hatte ihn jedenfalls nicht groß in Erinnerung. Also der Moviepark ist nicht unbedingt, also natürlich kein Vergleich zu Europapark, aber es ist ungefähr so die Größe von Phantasialand. Ja gut, also. So eher so Mittelklasse, kann man sagen, ne? Ja, aber so der Park, so gefällt man schon sehr. Was mir im Europapark fehlt, sind halt so. Ich mag halt das Filmbezogen. Ich war schon immer so als Kind so ein Filmfreak und da, ich liebe Stuntshows und das ist halt das, was mir im Europapark fehlt und ein bisschen dort ist. Ich werd gerne von der Ästhetik angezogen, also von der, wie die Bahn thematisiert ist, ich sag immer zu oft thematisiert, also wie die Bahn geschmückt ist und so, das liebe ich, das ist für mich toll. Also ich liebe auch Dark Rides und Themenfahrten und das muss nicht immer Thrill Ride sein. Ja gut, ich meine, also ja, ich war bisher, wenn ich mal so drüber nachdenke, noch nicht mal so vielen Freizeitparks bisher, also kommt drauf an, also lass mich mal überlegen. Ich war im Heidepark, der hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja, der ist nicht schlecht. Halt auch schon mal. Dann war ich Trips Trill, das ist hier aus so ein kleiner Familienpark hier in der Nähe. Also nicht wirklich. Ja, Augenblick mal. Bevor die Zuschauer sich jetzt beschweren, dass wir zu oft über Freizeitpark und Kirmesattraktionen jetzt reden in der letzten halben Stunde, dann solltest du mal kurz auf den Bildschirm schauen und sehen, dass wir Rollercoaster Tycoon 3 spielen. Ende. Jetzt kannst du weiter erzählen. Ja, genau. Trips Trill ist so ein kleiner Familienattraktionspark hier bei mir. Europapark, wie gesagt. Heidepark. Puh, das ist sozusagen so schwer. Phantasialand war ich. Spreepark war ich. Dann, wie gesagt, einmal im Phantasialand. Musikpark.